Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Panzergeneral. Ja, ach, Scheiße. Ja, das war wieder richtig gut. Komischerweise hat die Artillerie gar nicht geschossen diesmal. Selbst die kriegen nichts gebacken. Wir haben einfach von 0 auf 100 direkten Panzer weg. Fantastisch. Der hier will sich wieder aufladen. Ich weiß das. Hat er noch eins? Was mit dir? Könnten den sogar embarken, aber wahrscheinlich nur da. Ich meine, die normalen Replacements kosten eigentlich nicht so viel. Ich denke, das lohnt sich schon. Ja, mal 11. Warum sind die wieder auf 11 oben? Zieht euch mal ins Gebirge zurück. Warum? Moment mal kurz. Was haben die für eine Initiative? 1. Die schießen einfach zuerst. Ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, die schießen einfach zuerst. Warum kannst du nicht schießen? Was bist du für eine Einheit? Range 2. Okay, das erklärt einiges. Machen wir bei dir mal kurz ein Elite Replacement. So, gegen das Ding kommen wir immer noch nicht weiter. Vielleicht können wir zumindest hier mal ein bisschen was machen. Der schießt zuerst. So, darunter. Dann greifst du da an. Leider vergebens. Okay, das waren 5. Surrender? Nope. Aber vielleicht jetzt? Jawohl. Okay, das Flugfeld ist uns. Nicht, dass uns das sonderlich viel bringen würde. Aber wir haben's. Soll ich den Elite replacen? Wie viel haben wir? 169. Ich denke ja. Das ist mit Abstand der Best, den besten, den wir haben. Sollen wir einfach eine billige Artillerie kaufen? Zum Beispiel so ein Ding. Range 2. Das hat einfach eine niedrigere Range schon nur. Warum haben wir nur so beschissene Schrotttruppen? Ist mir nicht ganz klar. Wir müssen den Panzer hier nach vorne bringen. Oh. Ich meine, bei einer Einstein-Einheit, da lohnt sich ein Elite-Replacement eigentlich fast gar nicht. Ja, was machen wir mit dir? Problem ist, die ganzen Artillerien, die stehen alle neben den Flux. Was mir nicht so gefällt. Was mir definitiv nicht so gefällt. Wir können den hier angreifen. Bringt halt nicht so viel, ne? Steht ein bisschen in der Pampa draußen. 101 Prestige.
Ist halt auch nur wieder so eine blöde Ein-Stern-Einheit. Die hat ein bisschen mehr. Ob sich das lohnt? Das hat uns jetzt irgendwie die Hälfte des Prestiges gekostet. Das Ding wieder hoch zu pappen. Ah, ich hätte das Ding hier wegmachen sollen. Weil wir hätten direkt zweimal was abgekriegt. Ihn hier haben wir noch nicht bewegt. Da lohnt sich ein Elite Replacement ebenfalls. Naja, greifen wir die hier mal an. Sehr gut, eine Einheit weniger. Ich habe das Gefühl, die werden wieder kämpfen in der nächsten Runde. Vielleicht können wir hier noch was machen. Das waren zwei und ein paar sind suppressed. So. Was haben wir? 15 Prestige. Da lohnt sich ein Replacement sowieso nicht. Die Frage ist, bringt das was da anzugreifen? Er greift... Es ist halt ein Witz. Die Angabe ist nie akkurat. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Das ist frustrierend, seine ganzen Geschichte. Deswegen habe ich das Gefühl, es ist halt auch irgendwie, man muss hier fast ein bisschen safe scammen. Das gefällt mir halt nicht so. 5 suppressed, okay. Ja, was machen wir mit dir? Das blöde Torpedoboot ein bisschen behakern. Den haben wir noch. Der bleibt da. Ich weiß nicht, was wir mit ihm machen sollen. Das ist alles sehr unbefriedigend. Geh mal zurück. 15 Prestige. Hier hinzugehen ist dumm. Dann würde die andere Einheit da was machen. Panzer ist eigentlich auch blöd, weil dann werden wir auch wieder beschossen. Ich denke, wir bleiben einfach so. Hilft nichts. So, in der nächsten Runde kann dann zumindest der Panzer ein bisschen vorrücken. Hier hinzugehen ist dumm, weil dann werden wir da wieder angegriffen. Ja, es gefällt mir alles nicht. 6 Turns. Oh. Und bekommt ein weiteres Flugzeug. Keine Ahnung, wo das herkommt, aber... Ich glaube nicht, dass wir die Karte gewinnen. Aber es ist glücklicherweise jetzt auch nicht so tragisch. Weil wir ja... nur ein Szenario-Spiel und nicht in der Kampagne sind. Vielleicht ist das auch genau das Problem. So, greif du mal da an. Weil wir sehen sonst nichts. Dann greifst du von da an. Sehr schön. Okay, dann hat sich er hier wieder ein bisschen verpieselt. Ich möchte nicht, dass der sich wieder hochheilt. Vielen Dank. Das hat sehr geholfen. Mach du die mal weg. Oder auch nicht. Meine Fresse. So. Dann nach vorne.
Und jetzt können wir im Prinzip anfangen zu bomben wieder. Problem ist, wenn ich jetzt hier hingehe und das Ding da wegmache mit ihm, dann kriege ich von 3 Flugabwehren auf die Schnauze. Und das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Das Ding ist auch für den Arsch eigentlich. 3 suppressed. Was ist, wenn wir diese Flugabwehr zumindest mal decken? Einfach so. Dann haben wir dich. Ich meine, die sind dann so oder so in Range. Du stellst dich deswegen mal dahin. Und jetzt würde ich sagen, bomben wir das Ding einfach weg. Weil sonst kommen wir nicht vorwärts. Der Panzer ist zu schlecht. Alleine. So. Wir machen zwar nur langsam Progress, aber wir machen zumindest ein bisschen Progress. ...88 Prestige. Kommt langsam wieder. Okay, dann haben wir dich. Genau, das habe ich mir erhofft, dass du da viel Schaden machen kannst. Dass du da auf die Fresse kriegst, verstehe ich nicht. Aber jetzt machen wir erstmal das Ding da weg. So. Macht sie fertig. Hervorragend. Dann würde ich sagen, müssen wir die Stadt bewachen? Die Stadt da unten brauchen wir auf jeden Fall eigentlich nicht mehr. Geh du da mal rein. Der hat schon gezogen. Das ist okay da hinten. Dich haben wir noch. Kann hier auch nicht wirklich bomben. Außer den da. 3 suppressed. Okay. Dann machen wir das. Machen wir die weg. Müsste ja ein bisschen Prestige geben, wenn wir eine Einheit töten, glaube ich. 101. Das hier ist immer noch eine ziemliche Katastrophe. Aber zumindest kommen wir hier mit den Infanteristen ein bisschen vorwärts. Wir können auch versuchen, hier vielleicht zur Artillerie zu gehen. Wäre unter Umständen eine gute Sache. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich hier tue. Anscheinend nicht. Dass sie halt jedes Mal auch zuerst angreifen können, das ist fies. So. Du greifst das Ding hier weiter an. Was haben wir noch? Diesen Panzer hier. Wir rücken langsam aber sicher vor. Okay. So weit, so gut. Alles andere scheint schon sich einigermaßen bewegt zu haben. Jupp, wir haben alle Einheiten bewegt. Alles klar. 5 Runden haben wir noch. War leider abzusehen, dass das passieren würde. Scheiße.
Goddammit. Nein, geh doch nicht auf den. Du blöder Pisser. Warum kannst du nicht auf den gehen, der... Die beste Einheit verloren. Weil die einfach auf die... Dümmste... Auf das dümmste Target überhaupt gehen. Das Ding muss weg. 4 Runden haben wir noch für 3 Siegpunkte. Naja, was will man tun? Da hat er wieder irgendwas reingestellt. So, zumindest können wir jetzt hier anfangen, die Artillerie ein bisschen zu behakern. Ich denke, ich bleibe hier. Ich möchte nicht an die Küste gehen. Ein Suppressed. So, dann darüber. Ich glaube, das bringt halt nichts, weil halt unsere Initiative so scheiße ist. So, du könntest auf jeden Fall den Panzer angreifen. Dann machen wir den mehr oder weniger unschädlich damit. So, das Schiff geht mir auch ein bisschen auf den Sack. 69 Fuel, dann gehst du mal darüber. Kannst du das Ding wegmachen? Tatsächlich. Eine gute Sache. So, dann gehst du dahin. Lohnt sich da ein Elite Replacement bei dem Ding? Ich glaube eher nicht. Was hast du? Du hast eine Initiative von 6. Die Flugabwehr hat eine Initiative von 2. Trotzdem bringt das nichts. Das ist absoluter Quatsch. Prestige 129. God damn it. Rücken wir vor. Hilft ja nichts. What? 10? Warum? Es ist 2 gestanden. Wie kann es sein, dass da 10 Schaden reinkommen? Mann! Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. So, ihr zwei könnt euch im Prinzip auch hier wieder verpissen. Da angreifen können wir auch nicht. Steht auch beschissen. Du gehst mal dahin. Ja, es ist sehr frustrierend. Würden 4 unter Umständen wegkriegen, aber das ist halt dann auch wieder. Das ist halt die echt am beschissensten positioniert ist. Vielleicht lohnt sich das. 7! Warum kann ich. Attack broken up. Das ist doch lächerlich. Da kannst du doch keinen Krieg gewinnen, wenn die. Wenn die Berechnungen so ungenau sind. So, dann müsste es rendern. Jawohl. Ah, 136 Prestige. Einfach, dass der Panzer von 10 auf 0 gefallen ist, ist das, was mich am meisten nervt. Das kann doch nicht sein.
So, bleib du mal da. Das ist auch wieder, das ist einer der guten Bomber. Ja, das Ding ist, bringt halt auch nichts, das noch zu Elite replacen. 136, was kostet das? Fast gar nichts. Dafür sind die Sterne fast weg. Naja. Gut, das ist nicht so schlimm. Zieh du dich mal dahin zurück. Vielleicht können wir die Schiffe noch ein bisschen behakern. Ah, wir haben da selber einen reingekriegt. Glaube ich. Naja. Das Ding machen wir so wieder hoch. Ja, das ist alles sehr ungeil. Er hat schon angegriffen, ne? Ja. Reithörns, das schaffen wir nie und nimmer. Viel zu viele Einheiten. Natürlich gehst du auf den. Warum auch nicht? Der hier muss zuerst weg. Warum kriegen wir jetzt hier gegen diese Infanteristen Schaden? Ich verstehe das Spiel teilweise echt nicht. Greif du hier mal an. Dann gehst du hier zurück. Du machst den ollen Panzer platt. Der hat das Ding da wieder eingenommen. Hilft ja nichts. So, du gehst erstmal darauf. Ein Suppressed. Dann kannst du da reingehen. Greifst du noch an? Haben wir noch einen? Und machen das Ding weg. Weg ist weg. Ich weiß nicht, warum wir gegen das Ding so krass auf die Fresse kriegen, aber es muss wohl sein. Es muss wohl sein. Die Dinger sind unglaublich stark. Die sind unglaublich stark. Geh du mal dahin, vielleicht kannst du das Ding ein bisschen ablenken. Es ist halt 5-0. Prestige haben wir 163. Wenn wir was kaufen wollen, dann müssen wir es bald mal machen. Ansonsten geht sich das nicht aus. Wäre halt schon geil, irgendwie was Gutes zu haben, ne? Range 1. Es ist halt... Es ist alles... doof. Geh du da hin. 3, 4. Hat schon gezogen. Ich meine, ich mache das jetzt einfach nur, um ein bisschen Prestige vielleicht noch zu kriegen. Okay, hat nichts gebracht. Schade. Du kannst nach vorne kommen. Da möchte ich niemanden haben. Du kannst hier den Entrenchment Level runterbringen. Vielleicht.
haben wir dich noch. Der hat halt auch ein Entrenchment von 8. Eieiei. Machen wir das mal so. Den brauchen wir nicht mehr. Und dich haben wir noch. Greif du mal das Ding da an. Und dann gehen wir den Zug weiter. Ich glaube, wir haben noch, ja, 3 Turns remaining. Okay, das ist gut. Solange er angreift, ist es, kommt sein Entrenchment nicht zum Zug. Okay, das ist das. Wenn er den angreift, ist es okay. Ich habe auch ein bisschen. Bin vielleicht ein bisschen zu vorsichtig gewesen, aber. Ich meine, es sind so viele Einheiten hier. Zwei Züge noch. Ah. Ja, das ist fantastisch. Wo zur Hölle kommt der her? Der wurde gespawnt, ne? Elends Mistvieh. Da haben wir nochmal 2. So, dann würde ich sagen, gehst du mal dahin. 3-3. Entrenchment 8. Spawnt er hier halt wieder zusätzliche Einheiten. Die blöde Sau. Was machen wir mit dir? 4-1 ist auch nicht geil. Dann machen wir auch nur 2. Tja. Was machen wir mit dir? 2 dafür, dass wir mindestens 2 Schüsse abkriegen von der Luftabwehr, das lohnt sich halt einfach nicht. Komischerweise kriegen wir da einen reingedrückt. Keine Ahnung, warum das so ist. Wir können auch die Schiffe vielleicht noch ein bisschen angreifen. Warum das Ding so viel aushält, verstehe ich auch nicht. Na komm, greif einfach an. Ich habe mir keine Illusion gemacht, dass das irgendwie was bringen würde, aber zu diesem Zeitpunkt, ich meine, es dauert nur noch 2 Runden und dann. Warum hält der mehr aus? Soft Attack 11, Ground Defense 2. Okay, der hat nur eine Soft Attack von 9, deswegen. Na, was soll's. Die haben halt, sie greifen halt immer zuerst an, deswegen kriegen wir so auf den Sack auch. Macht's halt nicht besser. Versuchen wir die vielleicht noch wegzumachen. Sehr schön. 3 weniger. So, dann können wir die hier wegziehen. Gibt keinen Grund, da weiter zu verweilen, solange wir keinen Bomber in der Nähe haben. Dann kannst du auch zurück. Ansonsten haben wir nichts mehr. Wir haben halt
zu viele Panzer verloren, glaube ich. Ich glaube, das war mit das große Problem, dass Panzer versenkt wurden und so weiter und so fort. So, eine Runde haben wir noch. Das bringt halt alles nichts. Das hier können wir machen. Na, nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann Panzer nach. Sehr gut. Würde ich sagen, finish it. Dankeschön. Okay, Luftabwehr ist weg. Das heißt, die ist noch da. Es lohnt sich nicht, mit dem dahin zu gehen. Aber den können wir angreifen. Das Ding könnten wir vielleicht noch schaffen, aber die anderen zwei werden auf jeden Fall nichts. Die Bridge-Ingenieure, die sind auf jeden Fall viel zu stark. Ich glaube, wir haben alles, oder? Fehlt noch ein kleines billiges Replacement. Der hat nicht angegriffen. Bringt aber auch nichts. Offensive Artillery. Natürlich, ja. Bei uns funktioniert das nie. Last Turn. Naja, das wird eine Niederlage leider. Das wird eine Niederlage. Ah, 3. Gar nicht schlecht. Dann hier Nummer 3. So, der geht da hoch. Ist jetzt nicht mehr unter dem Schutz von der Flugabwehr. Der macht rein gar nichts. Wo sind unsere Bomber? Mach das weg. Sehr gut. Dann haben wir nicht noch einen Bomber, der voll ist? Wenn ja, dann sehe ich ihn nicht. Das ist auch fantastisch. So, der letzte Bomber. Was? Wir haben... Ach. Natürlich. Natürlich wieder völlig in die Hose gegangen. So, das Problem ist, dass wir jetzt ihn hier hinstellen müssen. Damit der uns hoffentlich nicht den Bomber kaputt schießt. Wobei, es ist, die letzte Runde. Was mache ich hier eigentlich? Hätte man schon früher irgendwie eine Artillerie kaufen sollen, ne? Jupp. Unglaublich. Kriegen hier einfach nichts hin. Ich muss halt mit Panzern kommen, weil die eine höhere Initiative haben. Das ist... Wenn die immer zuerst schießen, dann kannst du halt nichts tun. Okay. Kriegen wir auch noch ein paar weg, wenigstens. 2. Einer ist suppressed. Mach mal die Bahn frei. Ich verstehe nicht ganz, warum die Infanterie jetzt besser ist als der Panzer. Das ist irgendwie auch ein bisschen undurchsichtig. Okay. Du noch. Auch nicht. Schade. Tja. Das war's. Das sind definitiv zu wenig Runden. Man kann es schaffen, wenn man
weiß, was der Gegner tut. Hat mir jetzt hier super viele Verstärkungen reingeholt, wo ich keinen Plan hatte, was ich genau machen sollte. Naja, ich glaube, das war auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, war das mehr oder weniger so ein bisschen eine Bonusmission. Denn hier kommt man nur hin, wenn man im Balkan Major Victory hat, in der Kampagne. Und wenn man im Balkan kein Major Victory hat, dann kommt man direkt nach Barbarossa. Und deswegen ist die wahrscheinlich extra schwer, weil das Spiel davon ausgeht, dass man halt einfach die überkrassen Super-Einheiten auch hat. Die man halt nutzen kann, um hier durchzufegen. Aber naja. Ja, ich würde sagen, das war's dann erstmal mit dieser Episode. Ja, beim nächsten Mal, wir können kurz noch weitermachen, ist der letzte Zug. Spielt keine Rolle, wir haben es nicht geschafft. Beim nächsten Mal geht es dann weiter wieder mit der Kampagne und dann steigen wir ein in Barbarossa. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Wir lassen das jetzt hier noch ein bisschen kurz durchlaufen. Und ja, wenn euch das Projekt gefällt, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und vielleicht wollt ihr auch immer in eins meiner anderen Let's Plays reingucken. Unter Playlists auf meinem Kanal findet ihr alle Spiele, die ich Let's Played habe. Vielleicht ist da was für euch dabei. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.